So, hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dying Light. So, wir müssen jetzt schnell diese Kisten da besorgen. Und ich denke mal, der beste Weg wäre eigentlich dort oben lang. Schauen wir mal, wie schnell wir das packen. So, hier rauf und hier rauf. Und hier rauf bitte. So, einmal hier bitte rauf und hier bitte rauf. Bitte. Ich hoffe mal nicht, dass wir noch irgendwo runterfallen. So, hier müssten eigentlich die Kisten sein. Hier, was ist das hier? Das ist aber nicht die Kiste, ne? Wir sind doch hier runtergefallen, oder nicht? Na, das sind aber bloß die Lichtfallen. Schauen wir doch mal auf die Karte. Wir zoomen doch mal rein. Hier ist eine Kiste, oder? Antritt 10. Dort ist eine Kiste, die werden wir uns doch jetzt mal holen. Ja, ich weiß, ich habe nicht verteilt die Fertigkeitspunkte. Ich weiß. Irgendwie hier runter. Jade, Reis, Männer waren schon da. Verdammt. Okay, kein Kampf. Such einfach Nummer 2. Such nach dem Rauch des Leuchtsignals. Die Kiste muss in der Nähe sein. Okay, schauen wir mal, ob wir die Nummer 2 finden. Bin fast dort, ich schaff das. Komm ich jetzt nicht hoch, oder was? Hier muss ja irgendwo sein, die Scheißkiste. Da ist er. Hab ich doch jetzt schon. Säubern Sie den Abwurfbereich. Sorgen wir an die Ziele mit Pullen. Crane hier, ich wollte gerade ein Antizinpaket bergen. Gut, Crane. Damit eröffnen sich Ihnen neue Möglichkeiten. Widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit jetzt Raiz. Hören Sie zu. Raiz ist höchstwahrscheinlich unser Mann.
Wenn sie also Antizin finden, dann zerstören sie es. Was? Wieso? Dann müssen sie sich an Rais wenden. Sie können das für Brecken übernehmen, als Gesandter. Aber die Leute brauchen dieses Zeug doch. Wir haben das Wohl aller im Sinn. Vergessen Sie das nicht. Alter, sind die ganz sauber? Jade, ich bin an der Abwurfstelle. Hier ist kein Antizin. Keins? Mist! Gut, komm zurück. Und Vorsicht, die Albträume sind wach. Lass dich nicht sehen. Oh Mist, haben mich wohl gehört. Oh, Alter! Fuck, fuck, fuck! Wow! What the fuck? Komplett krank, Leute. Komplett krank. Spielen während der Nacht. Während der Nacht erhalten Sie doppelt so viele Punkte für Wendigkeit und Kraft. Wenn Sie eine Nacht außerhalb der Sicherheitszonen überleben, erhalten Sie als Belohnung Überlebensrangpunkte. Wenn Sie während der Nacht eine Verfolgung entkommen, erhalten Sie zusätzlich Wendigkeitspunkte. Fertigkeitspunkte, machen wir das doch erstmal. Kraftpunkte. Lernen Sie mit größter Präzision an, sogar jedes Mal, wenn Sie einen Gegner mit einer stumpfen Waffe an der Brust oder am Kopf treffen, besteht die Möglichkeit, ihn zu betäuben. Okay. So, alles klar. Stockwerk 19. Boah, das ist ja komplett krank, das Spiel. Ich hab's heil zurückgeschafft. Jetzt weiß ich, wie Bracken sich bei seinem nächtlichen Ausflug gefühlt haben muss. Das ist kein Kindergeburtstag. Ich muss mich bei ihm melden und ihm sagen, dass ich kein Antizin habe. Alle zu belügen ist ein verdammter Mist. Aber ich weiß, dass der GRE das Wohl der Allgemeinheit im Sinn hat.
Krass. So, begeben Sie sich ins 19. Stockwerk. Was haben wir denn jetzt hier für eins? Okay. Bracken, also echt. Ja, wir brauchen Antizin. Aber von Reis kaufen? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Okay, Mann, ich gehe hin. Ich habe keine Angst. Auf keinen Fall. Das Thema ist durch. Ist es nicht. Du hast einfach entschieden, dass ich... Ich gehe. Ist das dein Ernst? Tja, dieser Rais hat mich noch nie persönlich gesehen. Ein Neuanfang, okay? Könnt ihr mich mit Crane bitte mal alleine lassen? Willst du das wirklich tun? Irgendjemand muss ja, oder? Da hast du wohl recht. Also, wir haben hier Rays Basis. Finde raus, was das Zeug kostet und komm heil zurück. Pakt mit Rays. Kaufen Sie Antizin von Rays. Neuer Überlebensrang. Fertigkeit freigeschaltet. Was haben wir denn hier? Falschen Sie besser. Ladenpreis sinken um 10%. Lernen Sie Wurfstände herzustellen, die folgenden drei zusätzlichen Effekte haben. Lähmung, Feuer, Explosion. Lernen Sie aus Pflanzen Aufputschmittel herzustellen, die zum Beispiel mehr Schaden verursachen und länger durchhalten, nachts besser sehen lassen oder sie Angriffen gegenüber widerstandsfähiger machen. Ich glaube, das hört sich nicht schlecht an. Machen wir doch mal das da. Okay, wie stelle ich das jetzt her? Entwürfe. Aufputschmittel Tempo. Gemeine Pflanze, toxische Flechte. Okay, dann muss ich Pflanzen sammeln. Okay, alles klar. Jetzt warte mal. Können wir hier nicht schlafen? In meinem Bett, bitte? Bis zum Tagesanbruch warten. Ja. Ich mache lieber am Tag. Das ist nicht ganz so schwer. 9 Stunden später. Okay. Es ist vorbei. Mission gescheitert. Dank meiner Auftraggeber. Jetzt ist Bracken so verzweifelt, dass er mit dem Teufel verhandeln will. Rais. Und da ich rausfinden soll, ob Rais die Geheimdatei des GRE gestohlen hat, ist die Gelegenheit perfekt. Stellen Sie bei Reis vor. Hat der was für mich? Clownhammer? Mal, dank. Passt. So, wollen wir erstmal schauen. Der ist ja kaputt. Die Bodentank ist sowieso scheiße. 34, der macht ein bisschen mehr Damage. Nehmen wir den mit. Ich muss echt mal schauen, ob ich nicht irgendwie farmen gehen kann. Jade? Ja, ich höre. Stimmt was nicht? Nein, nur... Hör zu. Was du tust, ist sehr mutig. Ich weiß, du tust es, weil du dich wegen Amirs Tod schuldig fühlst.
Ich tue es, weil es unsere einzige Option ist. Wir brauchen Rais-Antizin, sonst werden Menschen sterben. Das ist wahr. Amir und ich lernten uns direkt nach dem Ausbruch kennen. Er war der beste, anständigste Mann, den ich je getroffen habe. Ich gebe dir keine Schuld an seinem Tod. Er war sich des Risikos bewusst. Und Crane? Danke für alles, was du für uns tust. Ich... Lass uns in Ruhe reden, wenn ich mit dem Antizin zurück bin. Einverstanden. Pass auf dich auf. Ah, hier scheinen anscheinend immer Metallteile zu sein. Hier unten ist was. Stromkabel. Okay. Kommen wir hier hoch? Wollen wir da mal reingucken? Klinge. Stromkabel. Das doch gleich. Okay. Da steht schon wieder der Große. Den lasse ich aber lieber mal, weil der schon krass ist. Ich weiß, ich kann Dietriche herstellen, aber ich check das noch nicht so mit den Dietrichen. So, okay, Leute, ich würde sagen, bevor wir aber zu Rais gehen und uns dort vorstellen, machen wir an der Stelle einen Cut und schauen auf jeden Fall in der nächsten Folge, wie es weitergeht, ob wir dann auch dorthin kommen. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr, sehr über ein Abo, Kommentar oder auch Like freuen. Alles, wie ihr wollt. Mich freut alle, Leute. So, damit würde ich sagen, Schluss mit dem Gesabbel. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao, euer Andi.